Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Taugt China zum Vorbild? Was hat China Vorbildhaftes, was wir übernehmen könnten? Fällt Ihnen da was ein? Behandlung von Flüchtlingen? Die nehmen ja gar keine auf. Behandlung von Minderheiten? Tibet? Uiguren? So wollen wir nicht mit Minderheiten umgehen. Staatssystem von oben herab, die Leute Social Scoren. Das heißt, wenn jemand über eine rote Ampel geht, kriegt er gleich 10 Minuspunkte gut geschrieben und vielleicht demnächst keine Wohnung und keinen Job. Das, glaube ich, ist auch keine gute Idee. Thema Wissenschaft. Ich wüsste jetzt nicht, welche großartigen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus China kommen. Thema Wirtschaft. Nun ja, die Fabriken der Welt standen ein Weilchen in China. Inzwischen sind die auch eher verlagert nach Vietnam, Malaysia, Philippinen, an Standorte, die man dann Ultra-Low-Cost nennt. Also, da haben sie auch ein Problem. Die Chinesen haben das deutsche Schweinehaltungssystem abgekupfert und setzen das jetzt ein, damit sie jetzt auch alle Schweinefleisch essen können. Und die tun es gerne und viel. Ist das ein Vorbild? Nee. Weil wir reden ja schon lange darüber, wie wir die Schweinehaltung mal ein bisschen netter machen können für die Tiere. Vielleicht ein bisschen zurückfahren mit weniger Tieren und die dann besser behandeln. Auch kein Vorbild. Also egal, wo Sie hingucken in China, Sie werden da nirgendwo ein Vorbild erkennen. Und ich weiß nicht, warum Frau Merkel China als Vorbild anpreist. Mir fällt da nichts zu ein. Nichts. Nichts. Europa hat so viel geleistet in den letzten 1000 Jahren. Ja, egal, wo Sie hingucken, sind Reste davon zu sehen, nachzulesen. Unsere Kultur basiert darauf, unser Denken basiert darauf. Ja, auch in den letzten 50 Jahren hat es noch viele Dinge gegeben hier bei uns in Europa, wo ich dann sage, okay, da haben Menschen reflektiert, wie die großen Kriege entstanden, wie man miteinander umgehen soll. Wir haben große Denker hervorgebracht. Hannah Arendt, Karl Popper. Ja. Nehmen Sie noch ein paar andere mit dazu. Jaspers, Adorno, weiß der Teufel wen nicht alles. Die haben alle Dinge gedacht, die heute wichtiger sind denn je. Die muss man sich dringend wieder reintun. Drüber nachdenken. Das ist ein Vorbild. Oh, doch nicht China, Mann. Oh, Mann. Frau Merkel. Wir brauchen China nicht als Vorbild. Wir haben selbst genügend Vorbilder im eigenen Land. Gucken Sie sich doch mal um. Erhalten Sie uns unsere Freiheit, könnte ich ihr auch zurufen. Das würde ich auch tun. Freiheit. Demokratie. Wir wollen weiterhin frei denken. Offene Debattenräume, ohne Einschränkungen, ohne Restriktionen. Wir wollen unabhängigen Journalismus und keinen Framing-Journalismus. Wir wollen eine freie Welt für unsere Kinder. Wir wollen eine freie Welt für uns. Wir wollen liebend miteinander umgehen und nicht von oben herab herumkommandiert werden. China ist kein Vorbild.